Ich darf mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist Henna Hucker. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der FeWoFlow GmbH aus St. Peter-Ording. Und wir haben mit unserem Produkt FeWoFlow eine Software am Markt, die für größere, mittlere, kleine Agenturen und seit der Messe jetzt auch eine Möglichkeit für Privatanbieter darstellt, die kompletten Geschäftsabläufe einer Vermietung, von der Buchung des Gastes, über die Kommunikation des Gastes bis zur Eigentümerabrechnung etc. Kurkarten, also den vollen Funktionsumfang abzubilden. Und auch wenn die FeWoFlow GmbH erst letztes Jahr gegründet wurde, ist es also kein wirklich neues Produkt am Markt, sondern das FeWoFlow begleitet mich jetzt persönlich zum Beispiel seit 2008. Das heißt, dort ist das Gründungsjahr dieser Software, es war eine Auftragssoftware für eine Agentur auf der Nordseeinsel Sylt, die uns gefragt haben. Ich war damals als Softwareentwickler und Selbstständiger in einem völlig anderen Bereich tätig und ich wurde gefragt, könnt ihr denn auch eine Buchungssoftware? Und man ist ja so naiv und sagt dann, ja, ist eine Software, das kann ich natürlich. Und das haben wir dann auch probiert. Das hat auch gut geklappt. Wir haben zwei Pilotkundenagenturen sofort gewonnen. Dass die heute immer noch Kunde bei uns sind, zeigt auch, dass sich die Entwicklung in die richtige Richtung gebracht hat. Es sind zwei größere Agenturen und ja, seit 2010 ist das Produkt im Grunde genommen am Markt und unter verschiedenen Fahnen von mir immer weiter begleitet. Und letztes Jahr haben wir dann letztendlich die FeWoFlow GmbH gegründet als strategischen Zusammenschluss mit der Travanto GmbH auch, um den vollen Dienstleistungsbereich auch des Channel Managements im optimalen Sinne abbilden zu können. Dadurch, dass ich das Projekt im Grunde genommen von der ersten Codezeile mit begleitet habe, habe ich FeWoFlow nie als Produkt angesehen, sondern wirklich als Projekt mit den Agenturen und mit den Kunden selber. Das heißt, die Vermieter geben uns den Input auf, was ihnen im Alltag fehlt oder worauf sie Wert legen. Wir gucken regelmäßig bei unseren Kunden auch vorbei und schauen mal im Tagesablauf, wie läuft es denn, wo hakt es noch, wo könnte man noch was optimieren. Und diese Dinge nehmen wir immer mit auf und bauen das mit in die Software ein, sodass man sagen kann, es ist eigentlich ein großes Projekt von uns und allen unseren Kunden. Ja, und nachdem ich dann hier im Vorlauf zur Messe beim Streichholzziehen das Kürzeste gezogen habe und klar war, ich stehe heute auf der Bühne, habe ich natürlich mir überlegt, welches Thema könnte es sein und habe mich im Kundenkreis auch einmal informiert, was denn aus Sicht meiner Kunden so die größten Neuerungen der letzten Jahre waren, was ihnen im Alltag am meisten geholfen hat an Neuentwicklung. Und das waren verschiedene Dinge. Und in allererster Linie war es einmal, dass wir alle Informationen bei uns im System zentral auf einer Seite platzieren im Zugriff, dass man schnell an die gewünschte Information dann auch kommt, speziell in hektischen Zeiten. Und natürlich das Thema Automatisierung ist das, was in den letzten Jahren, Digitalisierung, Automatisierung, was in den letzten Jahren kräftig zugenommen hat und was unseren Agenturkunden geholfen hat, die Abläufe zu optimieren und die Ressourcen, die sie haben, halt besser zu nutzen. Und das ist das, worum es im Endeffekt heute auch gehen soll. Ich möchte mal anhand von Praxisbeispielen zeigen, die Sie aus Ihrem Alltag sicherlich auch kennen, wie man das vernünftig oder ideal mit einer Software abbilden kann. Denn wir haben eine im Moment ja immer schwieriger werdende Ausgangssituation. Das heißt, einerseits die Eigentümer wären anspruchsvoller gegenüber den Agenturen, die Gäste wären natürlich auch anspruchsvoller. Ganz klar, das hat verschiedene Gründe. Die Eigentümer haben vielleicht in den letzten Jahren in Immobilien investiert, die Immobilienpreise waren hoch und erfordert es natürlich dann auch zur Refinanzierung einen gewissen Tagessatz, den man dann von den Gästen nehmen muss. Das heißt, die Buchungspreise werden für den Gast letztendlich auch immer teurer. Dafür erwartet der Gast umgekehrt natürlich auch, dass er dann auch, man sagt ja immer, der Kunde ist König, dann auch entsprechend wie der König dann auch vor Ort behandelt wird. Das heißt, dass er nicht einfach abgefertigt wird, sondern dass er wirklich dann auch von der Agentur vernünftig betreut wird. Wir haben zwei Probleme, mit denen wir zurzeit dann zu kämpfen haben. Das sind natürlich steigende Kosten. Auch das treibt natürlich die Preisspirale nach oben für alle Seiten. Und was wir, das spüren wir zum Beispiel bei uns in St. Peter-Ording, spüren wir das auch sehr stark, ist halt der Fachkräftemangel. Das heißt, selbst wenn die Agentur wächst und neues Personal einstellen könnte, findet man halt ganz schwierig nur Freiwillige, nenne ich es jetzt mal, die dann auch in die Region ziehen. Aufgrund von mangelndem Wohnraum ist das teilweise nicht möglich. Sodass man gucken muss, dass man mit dem bestehenden Team auch die höheren Anforderungen, die der Markt an einen stellt, dann auch abwickeln kann. Das heißt, man muss die Ressourcen, die man hat, das bezieht sich auch auf die Reinigungsteams, auch die werden letztendlich nicht mehr und haben sich auch immer mehr ausgelastet. Man muss die Ressourcen, die man hat, halt versuchen, optimaler zu nutzen und einzusetzen. Und dafür braucht man natürlich dann im Ablauf von der Buchung bis zur Abreise des Gastes und Reinigung dann vernünftige Abläufe.
dass das alles nahtlos ineinander übergeht. Und das möchte ich jetzt mal anhand von Beispielen, die Sie aus Ihrem Alltag kennen, mal einmal verdeutlichen. Klar, großer Kampftag ist immer der Anreisetag, sprich, es zieht sich mittlerweile, sicherlich über die ganze Woche mittlerweile hin, aber der Hauptanreisetag ist doch klassischerweise immer noch dann das Wochenende. Und das Ziel sollte es natürlich sein, an diesem Wochenende nicht überlastet am Tresen zu stehen und sich Informationen zusammensuchen zu müssen. Fehlt da noch eine Kurkarte? Ist da noch eine Zahlung offen? Etc. Müssen wir für den Gast noch was vorbereiten? Sind alle Wäschepakete in den Wohnungen? Sondern das sollte eigentlich alles vernünftig im Vorfeld abgehandelt sein, sodass man am Anreisetag wirklich entspannt den Gast empfangen kann und ihn willkommen heißt. Und hierfür bieten wir halt verschiedene Dinge an, Werkzeuge, Optimierungen, Automatisierungen, über die wir da jetzt mal gucken. Also was passiert für den Anreisetag? Das größte Problem am Anreisetag ist häufig ja auch, dass die Informationen schlichtweg noch fehlen. Also wir nehmen mal an, ein Gast hat über Booking gebucht oder über ein anderes Portal, nicht, dass ich jetzt hier jemanden auslasse, der hier anwesend ist, also über ein Portal gebucht. Was ihm da ja meistens fast zu 100% fehlt, sind ja die, zum Beispiel die Informationen über die Mitreisenden, die Kurabgabeninformationen, Name, Geburtsdatum, vielleicht ein Ermäßigungsgrund, warum er vor Ort vielleicht eine Ermäßigung bekommt aufgrund von Behinderungsgrad oder Begleitperson. Und diese Dinge müssen sinnvollerweise, dass es vom System automatisch im Vorfeld beim Gast angefragt werden. Das heißt, Sie sollten sich nicht mehr darum kümmern müssen, sondern Sie verschicken dann aus dem System heraus nach Ihren Einstellungen zu einem vordefinierten Zeitpunkt, den Sie selbst bestimmen, eine Pre-Check-In-Nachricht an den Gast. Der Gast bekommt also von Ihnen im Vorfeld eine Mail, wo er sich über einen Link bei Ihnen im System anmelden kann oder verknüpfen kann und sieht dort nochmal einen Überblick über seine Buchungsdaten, sieht nochmal, ob alles aus den Portalen auch richtig übermittelt wurde, nicht, dass am Ende ein Wäschepaket fehlt oder vielleicht das Haustier nicht mitgemeldet wurde, sieht, sind seine Zahlungen eingetroffen, über die wird er zwar vorher auch schon informiert per automatisierter Mail, aber er hat nochmal einen kompletten Überblick, kann dort nachpflegen, welche mitreisenden Personen mitfahren, dass sie ihre Daten für die Meldescheininformationen bei ihrer lokalen Tourismuszentrale auch haben. Freiwillige Informationen können natürlich auch abgefragt werden. Nehmen wir zum Beispiel mal an, Sie haben eine Agentur auf Amrum oder Wohnungen auf Amrum und Sie möchten gerne wissen, mit welcher Fähre kommt denn mein Gast. Dann hat der Gast dort die Möglichkeit zu sagen, mit welcher Ankunftszeit zu rechnen ist, dass Sie vielleicht eventuell den Transfer besser organisieren können. Oder er kommt mit dem Zug und Sie möchten den Service bieten, ihn vom Bahnhof abzuholen. Dann kann er also die Ankunftszeit Ihnen auch noch mitteilen, dass er halt nicht um die üblichen 15, 16 Uhr kommt, sondern dass er vielleicht schon vorher kommt und schon mal abgeholt werden möchte oder dass er sowieso erst später anreist. Oder ein Pkw-Kennzeichen beispielsweise. Wir haben hier mal einen Ausschnitt aus solchen Masken. Das heißt, der Gast wird mit einem Text, den Sie selber definieren, dann auf der Internetseite willkommen geheißen. Und er hat verschiedene Segmente, wir haben hier mal beispielhaft allgemeine zusammengefasst als Screenshots, wo er nochmal den Überblick halt sieht, welches Objekt er gebucht hat, welche Informationen dort vorliegen. Er kann noch eine Mitteilung an die Agentur schicken, falls er noch etwas vergessen hat, auch darüber werden Sie dann informiert. Und alle Informationen, die er dort jetzt hier eingibt, die relevant sind für die Buchung, beispielsweise ja auch die Telefonnummer am Anreisetag. Wie ist er am Anreisetag im Notfall erreichbar? Dürfen Sie ihn eventuell auf anderen Kanälen kontaktieren, dürfen Sie ihn per WhatsApp informieren, um ihn vielleicht schon mal, dann das sehen wir später gleich noch im Vortrag, darüber zu informieren, dass seine Wohnung bereits bezugsfertig ist, dass das Reinigungsteam schneller war als geplant und dann halt er schon vorzeitig anreisen kann, um den ganzen Ablauf am Tag für Sie dann etwas zu entzerren. Diese Dinge werden alle abgefragt im Pre-Check-In und die Informationen werden dann automatisch verarbeitet und am Vorgang gespeichert. Dadurch, dass Sie dann alle Gästedaten, nehmen wir mal an, Sie schicken dieses Pre-Check-In eine Woche oder 14 Tage vor Anreise, dadurch, dass Sie alle Informationen dann natürlich im System schon vorliegen haben, können Sie dann auch ganz gelassen in der Woche vorher die Kurkarten zum Beispiel vorbereiten. Dabei ist es dann egal, ob Ihre Tourismuszentrale ein AVS-System benutzt oder Ferratel benutzt, die Systeme sind alle angebunden. Sie brauchen auch nicht in die Anbieter-Frontends zu gehen, das heißt, Sie können alles aus einer Software heraus ansteuern. Sie können also aus dem Vorgang heraus die Gäste melden. Bei elektronischer Gästekarte geht das auch entsprechend. Ich zeige Ihnen auch mal gleich, wie Sie nachverfolgen können, ob der Gast diese elektronischen Gästekarten, ich weiß nicht, für wen das jetzt zutrifft, bei uns in St. Peter ist das jetzt dieses Jahr eingeführt worden. Und es war immer die Frage, hat der Gast die denn schon aktiviert? Oder müssen wir vielleicht auch die Papierkarte noch drucken? Das kann man alles bei uns letztlich sehen, dadurch, dass wir direkt angebunden sind an die Karten und an die Meldescheinsysteme.
Und dadurch, dass das alles im Vorfeld erledigt werden kann, kann man dann auch ziemlich gelassen in den Anreisetag gehen. Wichtig dabei ist dann, dass wir über eine zentrale Ansicht im Grunde genommen alles im Griff haben. Das heißt, wir haben einen zentralen Belegungsplan, den man sich aufbauen kann individuell in Farbe und Positionierung. Wir haben, Sie sehen vielleicht da oben zum Beispiel den gelben Vorgang mit dem roten Balken oben drüber. Wir haben also auch im Belegungsplan, im Tagesgeschäft den Überblick, ob dort vielleicht etwas an Zahlungen überfällig ist, ob es dort irgendwelche Fristen gibt, die nicht eingehalten wurden. Das heißt, Sie sehen auch auf einen Blick in so einen Belegungsplan, ohne in den Vorgang reingehen zu müssen, ob da Handlungsbedarf ist. Am Anreisetag selber haben Sie dann, oder generell an Tagen, haben Sie dann die Check-in- und Check-out-Liste geöffnet im Belegungsplan. Dort sehen Sie alle An- und Abreisen, die an diesem Tag erfolgen. Und diese sind mit einigen Informationen gespickt, die wir uns jetzt mal anschauen. Denn wir haben dort dann auch unterstützende Tools integriert. Das heißt, in dieser Darstellung sehen Sie zum Beispiel unten rechts das kleine Symbol, wo ein Finger auf ein Handy-Display drückt. Das ist jetzt ein spezielles, was wir jetzt in St. Peter halt nutzen für die elektronische Gästekarte. Das heißt, Sie wissen, die Gäste, die über diese Buchung kommen, sind elektronisch gemeldet und können per Klick auf dieses Handy, können Sie dann in das Ferratel-System schauen, hat der Gast die E-Mail bekommen zur Registrierung und hat er dann auch seine Karten aktiviert. Oder aber, wenn Sie die Karte gemeldet haben und haben Papierdruck gemacht, ist dort ein entsprechend anderes Symbol dann zu sehen. Weitere Informationen an diesen Kästen sind, mein Gott, Brille funktioniert, aber ich kann es gerade hier auf dem Bildschirm nicht so gut lesen wie auf der Leinwand. Gut, dass ich es mir ausgedruckt habe. So, dann haben wir die Erinnerungen im System. Das heißt, wir haben für jede Anreise oder Abreise haben wir einen einzelnen Kasten. Hier sehen Sie oben rechts beispielsweise, hier wird Ihnen angezeigt bei der Anreise, was gepflegt ist, wie viele Schlüssel Sie maximal dem Gast aushändigen dürfen. Sie können dann bei Anreise sagen, wenn der Gast jetzt keine zwei Schlüssel möchte, sondern nur einen, reduzieren Sie das einfach und haben so die Verwaltung am Vorgang, wie viele Schlüssel habe ich ausgehändigt, wissen am Abreisetag im Checkout natürlich, wie viel muss er wieder zurückgeben, sodass Sie dort eine gewisse Schlüsselübersicht dann entsprechend haben. Für das I stellt interne Informationen dar. Das heißt, wenn eine interne Bemerkung da ist, dass etwas mit dem Gast abgesprochen wurde, worauf nochmal hingewiesen werden muss, was vielleicht am Anreisetag dann auch relevant ist, dann erscheint dort ein I an dem Vorgang und durch Klicken können Sie einfach sehen, was habe ich an dem Vorgang eingestellt. Das heißt, Sie müssen nicht erst wieder mit der Vorgangsnummer den Vorgang suchen und einzeln öffnen den gesamten Vorgang, sondern Sie sehen nur in dieser Check-in-Check-out-Box, was ist relevant für diese Anreise, damit sie erfolgreich stattfinden kann. Sie sehen dort oben auch ein kleines Köfferchen. Das bedeutet, dieser Screenshot ist relativ früh am Tag gemacht worden. Das ist der Reinigungsstatus der Wohnung. Das heißt, in der Check-in- und Check-out-Liste haben Sie auch die Möglichkeit zu sehen, wie weit ist denn das Reinigungsteam? Hat es schon angefangen? Ist es im Objekt? Ist es schon bezugsfertig? Das alles sehen Sie. Und im Endeffekt ist der Idealzustand, dass da oben ein grünes Häkchen ist. Das bedeutet, die Wohnung ist bezugsfertig, der Gast kann anreisen. Und im Zweifel ist darüber halt auch schon automatisch informiert worden. Falls der Gast noch einen Inkassoofen hat, für diesen Gast zum Glück ist das nicht der Fall, wäre dort noch eine rote Zahl. Sie sehen also auch in diesem Kasten, ob der Gast noch etwas zahlen muss. Sie haben also wirklich alle Informationen, um die Gastanreise möglichst unkompliziert zu machen und schnell an dem Tag dann auch abzuwickeln. Wenn der Gast dann abreist, ist es natürlich wichtig, dass zwischen den Gästeaufenthalten auch der Serviceablauf dann reibungslos funktioniert. Und dadurch gibt es natürlich die klassischen, wie man das aus den Systemen kennt, die klassischen Reinigungslisten, die sich die Reinigungsteams durch einen eigenen Login selber generieren können, gefiltert nach ihren Vorstellungen. Sie können sie natürlich auch selber automatisch rausschicken lassen. Da sind alle relevanten Buchungsänderungen natürlich auch mit dabei, wobei wir auch die Möglichkeit haben, dass sie die Reinigungsteams bei kurzfristigen Änderungen, sagen wir mal, der Gast ruft einen Tag vor Anreise noch an und bucht noch ein Wäschepaket nach. Dann wird das Reinigungsteam im Hintergrund sofort darüber informiert durch eine Nachricht, wo nur diese Änderung drin steht, sodass die dann auch wissen, okay, wir müssen die Packliste nochmal uns anschauen, wir müssen wahrscheinlich mehr Wäschepakete mitnehmen. Der Reinigungsplan, der erstellt sich natürlich automatisch. Sie ordnen Reinigungsteams dann den Objekten zu, sodass jedes Team auch weiß, welche Objekte an den Tagen zu reinigen sind. Wobei wir hier ganz klar auch eine Auslastungsprüfung haben. Das heißt,
Sie haben die Möglichkeit, einerseits generell im System zum Beispiel direkte Wechsel beispielsweise einzuschränken, um den Serviceablauf zu garantieren. Wir hatten beispielsweise bei einer Agentur, hatten wir jetzt im letzten Jahr in der Hauptsaison den Fall, dass dort 96 direkte Wechsel an einem Tag waren. Das ist halt eine Agentur mit größerer Objektzahl. Und das hat die Agentur, also wirklich Hochachtung, hat es geschafft. Aber es ist natürlich nicht das Ziel, dass man immer an diese Peaks, an diese Grenzen kommt. Deswegen bietet das System auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne ab 50 direkten Wechseln informiert werden mit einer gelben Ampel. Und bei 60 ist dann wirklich Feierabend oder 75, mehr darf da nicht sein. Und Sie haben die Möglichkeit, sowas vom System auch automatisch verwalten zu lassen. Das heißt, wenn dann ein direkter Wechsel wieder dazukommen könnte und der wäre über der roten Ampel, dann wird diese Buchungsmöglichkeit sowohl auf der Website als auch in den Portalen gesperrt. Das heißt, Sie haben wirklich die Garantie, dass keine weitere Buchung, die Sie in Service Mode bringen könnte, dann reinkommen kann. Wenn Sie etwas in einem anderen Vorgang ändern und die Lücke tut sich wieder auf, werden natürlich die Sperren auch wieder aus den Portalen entfernt und die Buchung kann wieder vorgenommen werden. Sodass das System Ihnen dabei auch hilft, da auch dafür zu sorgen, dass auch die Abläufe für die Reinigungsteams machbar sind. Sie hinterlegen auch bei externen und internen Teams auch die Kapazität innerhalb des Teams. Zum Beispiel kann ja es auch mal durch die Verteilung, durch die Zuordnung zu Objekten sein, dass ein Team viel zu viele Aufträge an diesem einen Tag hat und ein Team gar nicht gut ausgelastet ist. Dann können Sie das entsprechend auch umsortieren. Sie können also auch Tagesplanungen dann umsortieren, dass Sie sagen, ich ziehe jetzt nochmal 3 Aufträge von Team A zu Team B. Und das Ganze garantiert natürlich, dass durch die gleichmäßige Verteilung und die Sicherheit, dass es keine Übernotwendigkeit, dass es keine Überkapazität dann gibt, sichert es natürlich dann, dass der Ablauf nahtlos dann auch ist zwischen der Abreise des Vorgastes und der Anreise des nächsten Gastes. Genau, ich hatte es schon mal in einigen anderen Sätzen schon mal erwähnt, die Servicezugänge sind definierbar, Sie können natürlich Ihre Haustechnik, Mitarbeiter intern, extern und die Reinigungsteams intern, extern mit eigenen Zugängen versehen, sodass die sich ihre Informationen dann auch aus dem System bei Bedarf dann auch nochmal selber holen, neben der automatischen Information. Des Weiteren können Sie Ihre Service-Teams mit der Möglichkeit einer Web-App ausstatten. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, dann die Tageslisten, die Tagesservice-Aufträge innerhalb einer Web-Anwendung zu sehen. Und diese darüber auch zu starten, zu kommentieren und zu beenden, sodass Sie, ohne mit der Agentur telefonieren zu müssen oder vielleicht über WhatsApp gucken, das regeln zu müssen, direkt aus der Anwendung heraus die Services durchführen können. Die Agenturmitarbeiter sehen das dann auch im Belegungsplan. Das heißt, man sieht im Belegungsplan dann so ein kleines Putzsymbol, dann weiß man, das Serviceteam ist gerade drin und es steht kurz vor Endreinigung. Im Idealfall hat Ihnen Ihr Gast dann natürlich auch noch die Kontaktmöglichkeit gegeben, sodass dann, wenn das Reinigungsteam sagt, so, ich bin jetzt fertig, dass Sie dann die Gäste, die dann anreisen für diese Wohnung, dann auch informieren können per WhatsApp, per SMS oder per E-Mail, dass Sie dann jetzt vielleicht sogar vorzeitig anreisen können. Falls jemand mal einen Schaden oder einen anderen Zustand entdeckt, der gemeldet werden muss, gibt es bei uns in unserem FeboFlow die Möglichkeit, ein Ticket zu eröffnen. Das heißt, aus verschiedenen Quellen. Das kann sein, dass ein Telefonat reinkommt und der Agenturmitarbeiter erstellt eine Servicenotiz über das Gespräch, entscheidet danach dann, ist das intern zu klären oder müssen wir ein Ticket daraus machen, wo wirklich die Haustechnik raus muss. Ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken, ich sehe gerade, die Zeit läuft. Was wir auch anbieten, ist, dass auch der Gast zum Beispiel außerhalb der telefonischen Erreichbarkeit auch mit der Agentur Kontakt darüber aufnehmen kann. Das heißt, der Gast hat im Objekt einen QR-Code und kann darüber sich in einer Objektgästemappe anmelden und kann dann zum Beispiel einen Schaden melden oder vielleicht eine Verunreinigung, die er bei Einzug festgestellt hat, kann die mit einem Foto dokumentieren, schickt die dann entsprechend in die Agentur über das Tool und die Agentur kann dann die Serviceaufträge für die Reinigung dann nochmal nachordern. Das Ganze erfolgt dann im Ticketsystem mit Zeiterfassung, also alle, die diesem Ticket als Zuständige zugeordnet sind, erfassen ihre Zeiten dann damit, Lagerpositionen werden hinzugefügt, falls Verbrauchsmaterialien benötigt werden und das Ganze kann später dann fakturiert werden. Im Belegungsplan hatten Sie immer den Überblick über den Status einer Wohnung. Das heißt, Sie sehen immer, ist ein Objekt belegt? Oder ist die Wohnung zu reinigen, sprich ist der Gast gerade abgereist, wird sie gerade gereinigt vom Reinigungsteam
Oder aber ist sie bereits bezugsfertig oder brauchen wir noch ein Check-up? Wir haben also auch die Möglichkeit, hochpreisigere Objekte nochmal mit einer Prüfung zu versehen. Das heißt, dann wird das Check-up-Team informiert, wenn das Reinigungsteam fertig ist, als Zwischenstation. Und so gestaltet sich im Grunde genommen für uns der perfekte Service am Gast. Das heißt, die Reinigungskraft ist beispielsweise in der Wohnung, um jetzt mal alle Systeme mal zusammenzuführen, sieht dann, dort ist ein Lattenrost bei einem Bettdefekt, hat zwar gereinigt, muss aber trotzdem diesen Schaden noch mal einmal in die Agentur melden, weil das geregelt werden muss, bevor der Gast anreist, idealerweise. Die Agentur weiß Bescheid, legt dann das Ticket an für den Reparaturauftrag, der Hausmeister, die Haustechnik kann rausfahren, das Problem erledigen, den Auftrag entsprechend als erledigt markieren und in dem Moment wird die Wohnung dann wieder bezugsfertig und der Gast wird informiert, dass er jetzt einziehen kann. So, das alles einmal, ohne dass der Agenturmitarbeiter am Anreisetag da großartig involviert ist, durch Automatisierung dann optimiert. Das war so ein bisschen im Schnelldurchschnitt. Ich hätte auch sicherlich eine Stunde insgesamt reden können, wenn ich alles ausgeführt hätte. Ich würde mich freuen, wenn Sie Interesse an diesem Thema haben und vielleicht mal bei uns vorbeischauen am Stand DC11. Dort sind wir jetzt die Tage natürlich dann entsprechend für Sie immer da. Als Hinweis, wir öffnen FeboFlow jetzt auch seit dieser Messe auch für Privatanbieter. Das heißt, wir haben festgestellt, dass es durchaus auch Einzelvermieter gibt, die an den Funktionen, die sonst eine Agentur in einer teuren Software, wir sind nicht teuer, in einer sonst Agentur-Profi-Software sozusagen verwendet, dass es für Privatvermieter durchaus in einem größeren Rahmen, als es sonst üblich ist, interessant sein kann. Und da haben wir ein interessantes Modell aufgebaut. Da würden wir uns freuen, wenn Sie da auch mal mit uns ins Gespräch kommen. Es lohnt sich quasi ab der ersten Wohnung. Dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit. Und wenn, wir haben noch 3 Minuten noch für Fragen, oder? Wenn noch Fragen sind, habe ich noch 3 Minuten dazu bekommen. Überlegen Sie sich welche und kommen in unseren Stand. Gut. Wir sehen. Vielen Dank.